Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es um das Thema Dodge & Burn gehen. Im letzten Video habe ich dir gezeigt, wie du Dodge & Burn erstellst und wie du daraus eine Aktion machst, um es für jedes deiner Bilder mit einem Klick anwenden zu können. Und heute gehen wir tiefer auf das sehr komplexe, aber super interessante Thema Dodge & Burn ein. Dodge & Burn ist eins der wichtigsten Techniken, die ich für alle meine Bilder verwende. Und wenn man möchte, dann kann man mit Dodge & Burn die komplette Bildbearbeitung machen. Sei es die Hautbereinigung oder das Make-up, sei es die Augen aufhellen, die Lippen verändern, die Strukturen des Gesichtes verändern, den Kontrast des Models verändern. Wenn du willst, kannst du alles nur mit Dodge & Burn machen. Und in diesem Video zeige ich dir ein paar Tricks. Ich zeige dir, wie ich das mache und ich wünsche dir viel Spaß. Als allererstes rufen wir unsere Aktion auf, die wir im letzten Video zusammen erstellt haben. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, dann würde ich dir empfehlen, das letzte Video anzuklicken und dann kannst du diese Aktion auch nachmachen. Ganz wichtig bei Dodge & Burn ist, ich arbeite immer mit einer Deckkraft von 100% und mit einem Fluss zwischen 1 und 3%, abhängig davon, wie stark ich den Effekt haben möchte. Nachdem wir unseren Pinsel eingestellt haben, in diesem Fall Fluss von 2%, arbeiten wir uns erstmal auf lokaler Ebene durch die Hautbereiche. Wie du siehst, widme ich mich erstmal den groben, dunklen Stellen und ich versuche, diese Unterschiede zwischen hell und dunkel ein bisschen auszugleichen, so dass das Gesicht, so dass die Haut nicht so fleckig aussieht. Es ist wichtig, deine Ebene, in der du bearbeitest, immer wieder ein- und auszublenden, um auch immer den Unterschied zu sehen, was hast du bis jetzt gemacht, wie viel hat sich verändert, hast du vielleicht übertrieben, musst du weniger oder mehr machen. So arbeitest du dich durch das ganze Bild. Wie du siehst, gehe ich erstmal die offensichtlichen Sachen durch, da wo man wirklich Helligkeitsunterschiede sieht. Manchmal ist es notwendig, dass du auch näher ranzoomst, um genauer zu sehen, was du bearbeiten musst. Wichtig ist ebenso, deine Pinselgröße immer anzupassen an den Bereich, den du aufhellen oder abdunkeln willst. Wie schon am Anfang gesagt, benutze ich Dodge & Burn für alle meine Bilder. Vor allem im Beauty-Bereich ist es eine sehr, sehr mächtige Technik, die eigentlich in jeder professionellen Retusche verwendet wird. Damit kannst du, wie gesagt, die Unreinheiten beseitigen, du kannst Pickel mit Dodge & Burn entfernen. Du kannst Falten komplett reduzieren und sie komplett verschwinden lassen, alleine durch Dodge & Burn. Du brauchst keine Reparaturstempel oder Bereichspinsel. Du kannst das alles mit Dodge & Burn machen. Du kannst dein Make-up formen, du kannst es verändern. Du kannst die Konturen des Models verändern und anpassen. All das kannst du alleine mit Dodge & Burn machen. Ich bearbeite meine Bilder tatsächlich so, dass ich das meiste mit Dodge & Burn mache, weil das einfach die beste Technik ist, um Struktur in der Haut zu erhalten. Du veränderst dadurch keine Pixel, sondern du hältst oder dunkelst einfach Bereiche des Bildes auf. Und so kannst du ein sehr natürliches Ergebnis erzielen, was in der Beauty-Retusche, besonders wenn es im Bereich von Jobs und Modelagenturen kommt, ist es wichtig, deine Bearbeitung so natürlich und sauber wie möglich zu halten. Du siehst, ich blende immer wieder meine Dodge-Ebene aus. Ich gucke, was hat sich verändert und wie viel habe ich bis jetzt gemacht. Nächste wichtige Sache ist, dass du nicht nur Bereiche aufhältst, sondern dass du auch regelmäßig zur Burn-Ebene switcht, um sozusagen einen mittleren Ton zwischen den beiden Bereichen zu kriegen. Du willst nicht alles aufhellen, sondern du willst Bereiche, die zu dunkel sind, aufhellen und Bereiche, die zu hell sind, abdunkeln, so dass du einen mittleren Wert kriegst und somit dein Gesicht in diesem Fall schön sauber und eben von der Belichtung kriegst. Mit den Hilfsebenen, die wir zusammen mit unserer Aktion im letzten Video erstellt haben, sind diese ganzen Helligkeitsunterschiede natürlich deutlich mehr sichtbar. Das ist jetzt diese Schwarz-Weiß-Ebene, die nochmal im Kontrast verstärkt worden ist. Das ist einfach nur für dich, um die Arbeit zu erleichtern, damit du leichter die Bereiche, die du bearbeiten musst, siehst. Wenn du diese ausblendest, dann wirst du nachher im Verlauf des Videos sehen, dass diese nicht so stark sind, sondern wir haben das jetzt einfach so optimiert, damit das für unser Auge leichter zu sehen ist und so können wir unsere Arbeit verbessern und auch verschnellern und auch beschleunigen. Während ich immer noch auf dieser lokalen Ebene, das heißt im näher herangezoomten Bereich, diese ganzen
Unebenheiten bereinige, werde ich jetzt das Video auch ein bisschen beschleunigen, bis ich dir wieder mehr zu erzählen habe. Hier siehst du einmal das Vorher und Nachher, was wir bis jetzt auf lokaler Ebene mit Dungeon Burn erreicht haben. Und wie du siehst, können sich die Resultate schon so langsam sehen lassen. Wir blenden jetzt auch einmal die Hills-Ebenen aus, um das nochmal auf normaler Belichtung zu sehen und auch in Farbe. Und du siehst, einige von diesen Flecken, die im Gesicht sichtbar sind, sind verschwunden. Alleine durch Dungeon Burn haben wir das Gesicht, die Haut deutlich schöner und ebener gemacht. Um dir nochmal ein Gefühl zu geben, wie lange so eine Dungeon Burn Bearbeitung dauern kann. Dieser Bereich, den ich eben schnell abgespielt habe, das waren ungefähr 10 Minuten an Dungeon Burn, die wir gemacht haben. Das heißt, es ist eine Technik, die sehr zeitaufwendig ist, aber die auch wirklich bei weitem die besten Resultate bietet. Deswegen lohnt sich jede Minute, die du da investierst. Hier haben wir einen kleinen Fussel, ein kleines Haar übersehen. Deswegen nehmen wir unsere leere Ebene und bereinigen das mit einem Korrekturpinsel. Und weiter geht's mit Dungeon Burn. Besonders bei diesen Glanzstellen, die nah an der Grenze sind, die Strukturen zu verlieren oder vielleicht auch keine Strukturen mehr haben, was wir eigentlich nicht wollen, aber passiert manchmal. Das wollen wir natürlich auch zum Teil abdunkeln, wie am Anfang des Videos gesagt, um die Bereiche zueinander zu führen.
Als nächstes widmen wir uns dem globalen Dungeon Burn und das benutze ich dafür, um Kontur und Dimension ins Gesicht zu holen. Das heißt, damit verstärken wir nochmal die Schatten, verstärken den kompletten Kontrast im Bild, um einfach mehr Tiefe zu generieren. Da benutzen wir eher die Ebene Burn, weil wir wollen ja vor allem die Schatten verstärken und den Kontrast erhöhen. Und mit der Dodge-Ebene werden wir einfach die Glanzstellen, die wir nochmal betonen wollen, zusätzlich aufhellen. Genauso können wir damit das Make-up verstärken, das Make-up korrigieren und auch gut steuern. Wir können das Make-up formen, was ich dir nachher im Video auch zeigen werde. Wir können die Augenbrauen und die Wimpern nochmal betonen, mehr Kontrast hinzufügen, was wir jetzt gerade machen. Und so kommen wir Stück für Stück alleine mit der einen Technik an unser Wunschergebnis, ohne die Haut zu zerstören, ohne irgendwelche Strukturen zu verschieben oder Pixel zu verschieben. Und am Ende haben wir einfach ein sehr natürliches und hochprofessionelles Beauty geschaffen. Genau dasselbe machen wir auch um die Lippen herum. Hier werden wir diese ganzen kleinen dunklen Stellen auch beseitigen. Das mache ich in diesem Fall auf der globalen Dodge & Burn Ebene. Wo du das genau machst, ist das eigentlich egal. Du kannst dir auch eine komplett neue Gruppe erstellen mit Dodge & Burn, wenn du sicher gehen willst, dass du auch wirklich alles separat getrennt hast. Es ist vielleicht auch der bessere Weg, weil wenn du dann irgendwo einen Fehler hast, dann könntest du eventuell die komplette Ebene löschen und verlierst nicht deine ganze Arbeit, die du davor gemacht hast. Aber das Gute bei Gradationskurven und Dodge & Burn ist, dass du immer, wenn dir eine Stelle im Nachhinein nicht gefällt, kannst du die passende Ebene raussuchen mit der Pinselfarbe Schwarz über den Bereich mit Fluss und Deckkraft 100% drüber malen und schon verschwindet das, was du in diesem Bereich gemacht hast und du kannst auf ein neues wieder mit Dodge & Burn anfangen und somit deine Bearbeitung für diesen Bereich neu starten und es dann besser machen. Hier sehen wir jetzt nochmal um die Lippen, was sich verändert hat. Es sieht jetzt schon deutlich schöner und angenehmer aus, weil einfach diese dunklen Stellen, die teilweise auch von der Belichtung, die wir im Shooting benutzen, erscheinen. Und diese können wir dann alle reduzieren bzw. vollständig entfernen, wenn wir das wollen. Abgesehen von der Haut, die wir mit Dodge & Burn bearbeiten, wie schon mehrfach gesagt, bearbeite ich Lippen, Make-up, Augen, Augenbrauen, Wimpern, alles mit Dodge & Burn. Das würde ich dir auch immer empfehlen. Investiere deine Zeit in diese Technik. Es ist eine Technik, die braucht einfach Zeit. Man muss das Gefühl dafür kriegen. Du musst viel üben, weil anders wirst du es nicht lernen. Einfach viel machen, machen, machen. Und es kommt mit der Zeit, dass du immer besser wirst und deine Resultate werden immer hochwertiger. Deine Bearbeitung wird immer natürlicher aussehen und on point sein. Und wenn du das gemeistert hast, dann kannst du mit Dodge & Burn eine komplette Beauty-Retusche erledigen. Es ist wichtig, immer wieder rauszuzoomen, um zu sehen, wo ist eventuell noch Besserungsbedarf, weil wenn du weit genug rauszoomst, siehst du auch viel besser die Bereiche, die noch Korrekturbedarf haben. In diesem Fall haben wir jetzt hier noch eine Stelle, die wir bearbeiten müssen. Deswegen immer wieder rauszoomen, das Bild nochmal betrachten, gucken, wo musst du noch was machen und dann widmest du dich der Stelle nochmal und machst immer wieder so weiter, bis du mit dem Ergebnis vollkommen zufrieden bist, bis wirklich alles so ist, wie du es haben willst. Ich würde dir auch niemals empfehlen, zu stark ran zu zoomen, weil dann besteht die Gefahr, dass du überbearbeitest. Das ist sehr oft der Fall, weil wenn man einfach so nah auf Pixelebene arbeitet, besonders mit Dodge & Burn, dann verliert man das Auge. Man sieht so viele Helligkeitsunterschiede, die im rausgezoomten überhaupt nicht sichtbar sind und die auch da reingehören. Und diese wollen wir nicht beseitigen, weil dann kann es passieren, dass du ein sehr flaches und ebenes Bild kriegst, ohne Dimension, ohne Struktur. Und das ist nicht das Ziel von einer Beauty-Retusche. Wir wollen es natürlich halten. Deswegen nicht zu sehr ranzoomen, immer wieder rauszoomen, das vorher, nachher betrachten. Und wenn irgendwo was korrigiert werden muss, dann mach es. Wenn du einen Teil von deiner Dodge & Burn Bearbeitung komplett entfernen musst, dann mach auch das. Fang nochmal von vorne an. Das ist am Anfang überhaupt nicht selten, das ist ganz normal. Aber mit der Zeit wirst du immer besser, du kriegst immer mehr Gefühl
für die Bereiche, die bearbeitet werden müssen. Dein Auge wird immer besser und du siehst immer besser, was, wo und wie viel gemacht werden muss. Hier mit gedrückter R-Taste kannst du dein Bild rotieren. Sobald du die R-Taste loslässt, dann bist du wieder in deinem Pinselmodus. Das erleichtert dir nochmal die Arbeit, denn manchmal ist es viel angenehmer für die Hand, das Bild zu drehen, als irgendwie das Gelenk zu verrenken und unnatürlich zu arbeiten. Wie gesagt, R-Taste gedrückt halten, dabei mit der Maus oder mit deinem Grafiktablett das Bild drehen und wieder loslassen. Wenn du wieder dein Bild begradigen willst, einfach die Escape-Taste kurz drücken und das Bild wird wieder normal ausgerichtet. Und auch hier siehst du, was wir mit Dungeon Burn um die Lippen rum erreicht haben, und schon sieht es viel schöner und sauberer aus. Wieder rauszoomen, gucken, ob irgendwelche Stellen noch sichtbar sind, die wir nachkorrigieren müssen. Immer das Bild komplett betrachten, immer im Auge behalten. Als nächstes widmen wir uns dem Auge bzw. dem Make-up. Dafür werden wir uns eine neue Gradationskurve erstellen und wir ziehen die Belichtung etwas weiter runter, weil wir wollen ja ein starkes, kräftiges Make-up haben. In diesem Fall wollen wir den Eyeliner einmal betonen und begradigen und schön sauber machen. Mit Steuerung oder Command I kannst du deine Maske umkehren und mit einem weißen Pinsel, wie wir schon gelernt haben, malst du dann die Bereiche wieder zurück, die du haben willst. Hier ist wieder dasselbe, wir arbeiten wieder mit Dungeon Burn mit einer neuen Gradationskurve, die wir etwas stärker abgedunkelt haben für den Eyeliner und das Make-up, und so malen wir uns wieder mit dem Pinsel unseren Eyeliner so in Form, wie wir es haben wollen, und betonen auch das Make-up. Du siehst, ich arbeite immer noch mit einem Flow von 3%. Weil ich die ganze Zeit die volle Kontrolle haben will über das, was ich mache. Es ist immer leichter, mehrmals drüber zu malen, als den Flow zu erhöhen und dadurch unschöne und sehr sichtbare Kanten zwischen dem bearbeiteten und dem nicht bearbeiteten Bild zu haben. Du siehst auch, dass ich meinen Pinsel immer kleiner mache, dass ich auch da die volle Kontrolle habe, so dass ich den Eyeliner auch schön gerade und spitz nach oben führen kann. Und jetzt kommt der Bereich, von dem ich dir erzählt habe. Wenn wir etwas von dem, was wir gemacht haben, verändern wollen, wechseln wir einfach unseren Pinsel auf die Farbe Schwarz. Mit einem Fluss von 100% können wir jetzt das, was wir gemalt haben, einmal komplett wegmalen. Und dadurch kriegen wir schöne gerade Linien und kriegen einen super geraden Eyeliner. Noch andere Kleinigkeiten werden wir in diesem Fall mit dem verflüssigen Filter verändern, um nochmal den Eyeliner wirklich in die Form zu kriegen, wie wir es haben wollen. Wir könnten das natürlich auch komplett alles mit Dungeon Burn machen, aber es ist nicht immer notwendig, alles damit zu machen. Wir setzen uns mit Dungeon Burn einmal eine gerade Linie und bearbeiten das Make-up so, wie wir es haben wollen, und im Nachhinein werden wir mit dem verflüssigen Filter noch minimal an der Form arbeiten, bis wir mit dem Ergebnis zufrieden sind. Also du siehst, Dungeon Burn ist eine sehr mächtige und starke Technik, die zwar einiges an Zeit in Anspruch nimmt, und auch das Lernen von Dungeon Burn erfordert einiges an Zeit, aber es lohnt sich, weil ich kann es nicht oft genug wiederholen, es ist die wichtigste Technik, die alle professionellen Beauty Retoucher benutzen. Das wird nicht nur in der Beauty-Fotografie verwendet, das wird in jeder Art von Bildbearbeitung verwendet. Und je besser und schneller du Dungeon Burn drauf hast, desto besser ist es. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video nochmal die Macht von Dungeon Burn zeigen und dir den einen oder anderen nützlichen Tipp geben. Wenn du die anderen Videos noch nicht gesehen hast, zum Beispiel wie ich meine RAW-Entwicklung für eine Beauty-Retusche mache oder wie ich die Haut in Photoshop bereinige, bevor ich mit Dungeon Burn anfange, dann empfehle ich dir diese zwei Videos. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen freuen. Abonniere den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!